Schmidt. Bundes. Liebe Alleinerben von Ton Fatajan, heute sind Sie bei uns genau richtig. Hier an dieser Stelle in wenigen Minuten Circle Training. Vier sehr schwierige Übungen aufgebaut, vier Top-Mitarbeiter unseres hochqualifizierten Teams an den Geräten. Im Takt der Trillerpfeife wird gewechselt. Für Sie eine Anleitung zu Hause. Sie können das alles mit Mobiliar nachstellen. Sie brauchen Teile der Schrankwand, Sie brauchen Ihre Couch und Sie brauchen den Küchentisch, den Sie vielleicht auf 30 cm zurechtsägen könnten. Für diese Übung lassen Sie sich Zeit, bis Sie das Werkzeug geholt haben. Circle Training gleich hier. Plus Gerd Dudenhöfer, ein großartiger Gast, meine Damen und Herren. Und Michael Schumi-Schumacher soll in der Schweiz nicht bauen dürfen. Haben Sie das mitbekommen? Ja? Er wollte, glaube ich, 40 Milliarden Hektar Land und einen Wolkenkratzer mit direktem Zugang zum Bodensee. Wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt haben die Schweizer gesagt, das brauchen wir nicht. Vielleicht hatte man ihn auch Angst, ihn mit 50 Millionen Euro Einkommen als sich einen Sozialfall einzuhandeln in der Schweiz. Schumi, komm zurück nach Köln! Warum baut er nicht hier? Hier wird alles genehmigt. Er kann ja einfach für den Anfang kann er die Villa als Müllverbrennungsanlage deklarieren. Ja? Dann heute ein toller Geburtstag. Wissen Sie, wie heute 400 Jahre alt wird? Die Aktie. Ja, womit Sie sich gerade zugedeckt haben, lieber Telekom-Aktionär. Die Aktie wird 400 Jahre alt, entworfen in Amsterdam. Und das Tolle ist, ja, der Künstler in Holland, der die erste Aktie damals gemalt hat, der hat auch das erste Tourneeplakat für Rudi Keil entworfen. Jahre Aktie. 12 Monate später fiel dann zum ersten Mal der Satz, ach, hör auf! Ich habe seit einem Jahr nicht mehr in mein Depot geschaut. Dann, der Bundesgerichtshof hat entschieden, Inline-Skating, ganz wichtig. Jetzt, wo sich wieder viele an die frische Luft begeben, Inline-Skating muss gleichgesetzt werden mit Fußgängern. Runter von der Straße, runter vom Fahrradweg, rauf auf den Gehweg. Und ich frage mich bei, man sieht ja auch unterschiedliche, man sieht vor allem viele Frauen, die so machen, ja. Und ich habe ihnen immer das Gefühl, ja, die tragen diese Knieschützer nicht aus Sicherheitsgründen, sondern damit ihnen die Oberschenkel nicht in die Fesseln fallen. Helmut Schellen and Rollerblades. Das, meine Damen und Herren, ist ein neues Buch meines heutigen Gastes, ein Gedichtband. Sehr, sehr schöne Gedichte und toll erschienen im Eichborn Verlag. Da sieht man eben den gelernten Grafiker. Schon die Aufmachung. Ein Leineneinband, tolles Papier. Einer der erfolgreichsten Komödianten bei uns, regelmäßig 5 bis 6 Millionen Zuschauer, seine Serie Familie Heinz Becker, mit der er zurzeit auch auf Tournee ist. Bei uns heute Abend Gerd Dudenhöfer. Das Klassenbuch. Thema heute Inliner. Thema heute Schumi-Rauswurf. 400. Geburtstag Garell. Und ganz wichtig, Circle Training. Meine Damen und Herren, das ist so wichtig, dass Sie das heute zu Hause ein bisschen mitmachen. Bitte ziehen Sie legere Kleidung an, denn Herz-Kreislauf immer noch Todesursache Nummer 1, bald aber eingeholt vom Krebs!
wie ich neulich gelesen habe. Und es ist so wichtig, dass Sie ein bisschen sich betätigen. Sie können so viel Gutes für Ihren Körper tun. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber wahnsinnig viel Gutes. Dann, wer ist krank? Anke, kommt aber, glaube ich, morgen wieder. Kommt, glaube ich, morgen wieder. Christian, auf jeden Fall bis Montag. Das weiß er schon, ja. Autoren Christian. Bitte, wer noch? Und Mera von der Garderobe. Ein Christian oder zwei Christiane? Nein, Autoren Christian. Autoren Christian, wir haben aber nur einen Christian. Oder haben wir zwei? Na, wir haben Autoren und Redaktions Christian. Richtig! Weil wenn wir nur einen Namen haben, dann brauchen wir nicht den Familientitel mit dazu. Ja, eben. So, Putzwalter oder so. Genau. Ja? Christian, Autoren Christian. Und wer war das noch? Meral von der Garderobe. Meral Garderobe. Was ist mit Ecki? Ecki steht doch neben dir. Hallo Ecki. Ja, Ecki, unsere Kabelhilfen, das ist ja hier. Er hier. Weißt du, wo ich ihn neulich gesehen habe? Ja, weiß ich. Ja, weißt du, wo ich ihn neulich gesehen habe? Bei Richter Alexander Holt. Bei Richter Alexander Holt. Willst du dich auch verstecken? Nee, das Licht ist da so scheiße. Bei Richter Alexander Holt. Können wir den Ausschnitt mal kurz zeigen? Oder zeigen wir ihn demnächst? Zeigen wir demnächst. Wir zeigen ihm demnächst. Er hat einen. Nein, ich sag das alles später. Hast du eigentlich den Prozess gewonnen oder verloren? Ein Jahr auf Bewährung, das ist für mich ein Erfolg. Ja, absolut. Und das sind Laiendarsteller? Fast. Also die ich infiziert habe. Nicht zu viel verraten. Infiziert. Sie können sich schon denken, es geht um Spielsucht oder sowas. Ja. Die ist Schauspielerin aus Berlin. Ja. Und dafür war sie eigentlich ganz gut. Und der, von dem du es dir geholt hast? Hätte ich auch gerne mal gewusst. Wahrscheinlich der. Ach so, der ist gar nicht da. Unglaublich. Ecki. Ecki. Das ist Ecki. Wieder da? Ja. Ecki, was hast du? War es dir schlecht oder wie? Ja. Okay. Ecki war schlecht. Er konnte sich auch von den Dreharbeiten von Richter Alexander Holt rechtzeitig wieder freimachen. Und die anderen Kabelhilfen? Stefan Effenberg. Und natürlich immer wieder Czerno Jobatai. So, das heißt, wir haben jetzt alles eingetragen. Habe ich alles eingetragen? Ja. Ja. Dann kommen wir zum Thema, welches Bier trinkt der charakterschwache Herr Andrak heute, der gestern aufgrund seiner Alkoholaffinität, sagen wir mal, Fasten abgebrochen hat. Auch eine sehr interessante Information von einem Zuschauer, gestern war Josefstag. Und am Josefstag darf man auch während der Fastenzeit noch mal richtig Gas geben. Donnerwetter. Ja. Man muss nur sich richtig auskennen. Ja, eben. Ja. Und heute ist kein Josefstag und trinkt trotzdem wieder. Ja. Was trinkst du heute für eins? Ja, auf Befehl von dir. Köpi, das Bundespräsidentenbier. Kein Befehl von mir, sondern ein sympathischer, alkoholischer Gruß an unseren Skatbruder Johannes Rau, auch Bundespräsident, der immer wieder gern ein Köpi zischt, wenn er im Bundeswehr-Chat der Flugbereitschaft unterwegs ist und ein Skirt glöbt. Ja, genau. Wir kommen zu unserer Wahlumfrage. Heute lese ich den Satz auf Anhieb richtig und gestern auch wieder hunderte von E-Mails in meinem Quasselrausch, habe ich wieder behauptet, Virgül hieße Strichpunkt. Falsch. Virgül heißt natürlich Komma, französisch. Und Strichpunkt heißt Point, Virgül. Oui, oui. Und in Klammern heißt oh. Entre parenthèses. Oh. C'est correct? C'est bon. Oh. Entre und Anführungsstrichelchen. Bei wörtlicher Rede, il dit Double point. Aha. Wie heißt das? Aha. Wie? Affirmation. 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 Muss dem Diktat wissen. Monsieur Mitterrand a dit double point affirmation. L'État, c'est moi. Point affirmation. Muss alles beim französischen Diktat wissen. Welche Partei? Das ist wichtig, dass du bei Sätzen den Einstieg richtig kriegst. Machst du sehr gut. Wenn du den Einstieg kriegst, wenn du den Einstieg kriegst, ja, dann der unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre. Das wird noch flüssiger im Laufe der Zeit. Ja? Welche Partei
würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre. Wahlberechtigt heute 249, Damen und Herren. Gültige Stimmen 240, Rekordwahlbeteiligung von 96,4%. CDU, CSU 26,7%, SPD 30,4%, Grüne 15,4%, FDP 16,7% und PDS 10,8%. Es wird immer ausgewogener. Ja. Ein leichter Abwärtstrend, muss man sagen, für die FDP. Phänomenale Zuwachsraten für die Grünen. Oh ja. Und ein Grund vielleicht mit, weil die Grünen Minister so wach sind. Heute Mittag um 14.44 Uhr hat uns folgende E-Mail erreicht von tritinjürgen@bmu.de. Bundesministerium.de. Lieber Herr Schmidt, das fand ich heute nach Rückkehr von meiner Pressekonferenz zur Pfandpflicht auf der Homepage der Ostsee-Zeitung vor. So schnell hatte ich nicht mit Ergebnissen gerechnet. Herzliche Grüße auch an Helmut Zerlett, Ihr Jürgen Trittin. Hier, das ist die E-Mail. Und zwar, das war die Meldung betreff, Sie wissen, Büchsenpfand jetzt offiziell. Das Dosenpfand wirkt, Peggy Büchse gibt auf. Kracher! Lacher! Vielen Dank, Herr Minister Trittin. Darauf ein Köpfchen. Aus der Flasche. Ja. Brüller, zeige ich dir doch gleich. Und jetzt unsere neue große Aktion. Fit in den Frühling. Fit in den Frühling. Komm, mach mit, sei bereit. Es ist allerhöchste Zeit. Fit in den Frühling. Hier, wer erinnert sich nicht, meine Damen und Herren? Bisschen spät, Herr Andrack. Umziehen, bitte. Mit dem Turnbeutel, wo natürlich die Turnhose von der letzten Woche noch drin ist. Unser Circle-Training. Herr Andrack wird sich jetzt umziehen. Wir haben hier eine Original-Umkleidekabine. Wer kennt sie nicht früher aus den Turnhallen? Unsere charmante Kollegin Niki, meine Damen und Herren, schon im Dress. Und Helmut, bist du auch schon fit angezogen? Absolut. Und Sie werden zu Hause natürlich sagen, der Schmidt, die faule Sau, wieso macht er selber nicht mit? Ja. Lässt wieder die anderen. Ich würde, aber ich darf es nicht vom Arzt aus. Ich habe Attest, ja? Und zwar bei mir ist der 14. Wirbel krumm. Und es besteht die Gefahr, dass ich ab von den Ohren aufwärts gelähmt bin. Wenn ja, wenn ich mich falsch bewege. Ehrlich. Tut schon wieder weh. Außerdem, eigentlich komme ich mir vor wie so ein Eishockey-Coach, weißt du? Die gehen ja auch immer so im Anzug rum und die anderen müssen sich, das ist sehr gut, was Helmut hier zeigt, warm machen. Trinkt gar nichts. Vor allem, wenn man nachher die Übungen eher weglassen will, ist es wichtig, dass man sich warm macht. Brauchen wir nur lange, Herr Andrack? Ja, ihr könnt ja schon mal aufbauen. Ich habe auch die Falten, das sind auch die Außenschuhe, die sind dreckig unten drunter. Ja, normalerweise müsste jetzt ein Hausmeister kommen. Ja. Aus dem deutschen Kabarett wissen Sie, Hausmeister immer eine Hand im Lederhandschuh. Ja? Mit denen Schuhe gehen wir hier nicht rein. Und zwar heißt es normalerweise, hier ist früher, Bussle, haben wir da drinnen oder draußen? Ha? Ha? Da lies einmal. Ha? Nicht früher. Du taube Sau! Herr Hausmeister, das habe ich übrigens neulich gelesen in der Anleitung für Provinzschauspieler. Es ist das Typische eines Provinzschauspielers, dass wenn er einen spielt, der einen zu kurzen rechten Arm hat, ja, dass er instinktiv auch mit dem rechten Bein hinkt, obwohl davon gar nichts steht. Sind wir soweit? Sollen wir aufbauen? So, jetzt würde ich sagen, bauen wir auf. Das ist ja wie in den klassischen Turnhallen, dieses schöne Garagentor. Und schon mal die erste Frage war doch immer, wer holt die Geräte? Genau. Wobei bei Gerät schon gelacht wurde, ne? Wer holt die Geräte? Und es gingen eigentlich immer vier Leute, die nicht unbedingt zu den Klassenbesten geholt haben, ja? Die holten den Mattenwagen. Man zog sich ja erstmal zurück und kam 10 Minuten lang nicht raus. Ja? Bis dann der Lehrer kam und dann... Oh, Vorsicht. Oh, oh. Warte. Ich durfte eigentlich mit meinem Kreuz gar nicht schieben, aber okay. Vorsicht! Fernseher. Jetzt kommt, zeig mal, was wir gemacht haben, in der Neckar-Realschul-Sporthalle. Und zwar, immer zur Zeit der Winterolympiade, ja, ja, vier Mann, die alle eigentlich
schon durchgefallen waren. Es war schon klar, im Grunde ab November, ja, dass man in diesem Jahr die Versetzung nicht schafft, Bob fahren. Echt? Mit dem Mattenwagen. Wie denn? Ja, Vierer. Man schiebt an und springt dann auf und fährt einfach davor. Sollen wir jetzt machen wir mit, ja. Wir springen in der Reihenfolge hier vor und dann wird aufgesprungen und dann wird an die Wand gefahren. Jetzt ihr! Weg! Ah! Oh! Na, du musst deine Vorderausstellung. Okay, dann müssen wir noch mal zurück. Noch. Zurück. Hier drehen. So, hier. Nochmal. Und dann ging es immer so in die Holzverschalung rein. Ja. Weißt du, an der Wand knacks und die Frage zahlt ist die Versicherung. Also nochmal oder? Nee, jetzt runter mit den Matten. Ja, okay. Also zuerst müssen wir die Barren hier. Geht's, Helmut? Ah. Ah. So. Eine brauchen wir noch. Ja, aber wir müssen die schon zu dritt schleppen. Also die ist eigentlich zu viert. So, der Mattenwagen wird hier seitlich ab. Brauchen wir den Platz hier? Nee, den können wir hier abstellen, ja? Ja, ja. Jetzt kommt als nächstes, ganz wichtig, aber Medizinball war eigentlich auch immer sehr beliebt, muss man sagen. Oder? Denn da war es die erste Frage, wer kriegt ihn in die Eier? Oh. Das geht, aber eigentlich muss ich sagen, nur während der Pubertät. Ja, eben. Also im Grunde von der 5. bis zur 14. Klasse. Ja. Ja. Oh! Ja, man konnte sich ja auch nicht umziehen, weil man musste ja permanent die Hände so halten. Permanent Eiergrapschen. Von hinten wurde man permanent gekrapscht. Da ja, habe ich mich mal vertan, habe es mal bei Mädchen gemacht, aber das, da hatte ich das noch nicht kapiert. Dass das und man hörte immer nur so aus der Umgebung, boah, du schwule Sau! Ja. Oh! Und dann, was ist los? Kam der Lehrer rein. Unser Lehrer hat original gesagt, Leute, ich hab mein Abi. Ich hab mein Abi. Und dann kam der Satz, ich bin nicht in erster Linie Ihr Lehrer, ich bin Euer Kumpel. Ja? So, Medizinball haben wir. Ja. Jetzt kommt, was brauchen wir jetzt? Den Kasten können wir aufbauen. Und ganz wichtig, ich nehme schon mal das Magnesia. Es heißt ja. Magnesia. Hier können wir E-Mails vermeiden. Ich dachte immer, es hieß Magnesium, es heißt Magnesia. Das ist ganz wichtig, wenn Sie auch wie ich Leistungsgeräteturnen betrieben haben. Ohne Magnesia können Sie zum Beispiel den 41-fachen Rutschuff-Mitruf am Reck überhaupt nicht machen. Hier. Das war natürlich auch noch immer beliebt. Verfolgungsjagd mit dem Kasten. Hilfestellung gab es auch da. Hilfestellung. Und auch, kann ich nachher bei Niki mal zeigen, Zeigung der korrekten Haltung beim über die Bank springen. Haben wir jetzt alles? Ja. Machen wir mal das auf Sicherheit, gell? Herr Leit, ich hin mein Abi. Hast du das schon? Ja, hab ich schon. Boah. So. Vorsicht! Und das hier? Barren. Schade, dass wir keinen Stufenbarren haben. Ja, aber ist ja nichts für Jungs. Für Mädchen? Ja. Bei uns hieß es früher übrigens auch nicht Stufenbarren, sondern Gebärmutterbremse. Das erinnert mich an mein Geräteturnabitur. Ach, mach mal. Ja. Am Reck. Am Reck. Und zwar, es war so. Du musstest in Sport Abitur machen? Ja. Ich habe ja noch ein Abitur gemacht, wo man in jedem Fach Abitur machen musste. Ach ja. Ja, klar. Musste auch in Latein und Bio ein Abitur machen. Gut, warum nicht? Meine Note im Sport, das wird Sie zu Hause interessieren. Und ich kann dieses Rätselhasenbein abkürzen. Eine glatte 6. Eine 6. Eine umgedrehte 9. Ja. Und am Reck. Ja. Und die Tribüne in der Turnhalle war voll mit Schülern aus den unteren Jahrgängen. Ja? Riesengelächter. Oh, Harry! Oh, oh, super, der verarscht voll. Da stand der Lehrer. Ja. Ich bin dein Kumpel. Und ich habe erstmal die Hände mit Magnesia eingerieben. Ungefähr 5 Minuten. Ja?
Und wir haben jetzt hier leider keinen Rack, aber ich kann mal die Übung zeigen, die ich vom Schwierigkeitsgrad her eigentlich vollkommen vergleichbar dann am Barren gemacht hätte. Also Sie müssen sich vorstellen, fünfminütiges Eincremen mit Magnesia unter dem Jubel der Unterstufe. Hinten machten sich schon so die Sportcracks warm, so. Und dann ich so ans Reck. Haben wir jetzt nicht, aber ich mach's am Bahn. Entscheidend war die Konzentration, ja. Hier stand der Lehrer Kumbel, schon sehr gereizt. Ja. Ziemliche Osram-Bombe auf den Schultern. Ja. Dann so, findest du das eigentlich lustig? Dann ich ans Reck und der Schwierigkeitsgrad war in etwa der. Und was sagt man? Das sah doch gut aus. Ja, aber es war natürlich als Übung nicht mehr einzuordnen. Ach so. Und was sagt mein Kumpel? Hast du das gut überlegt? Das ist dein Abi. Ich sage, ich weiß, Sie haben ja ihrs. Raus! Ja. Komm raus! Habe ich mein Geld eingesteckt? Findest du das lustig? Diesen Satz habe ich als Schüler ungefähr 40.000 Mal gehört. Findest du das lustig? Für Sat 1 reicht. Jetzt mal an die Geräte. Habe ich eine Pfeife? Ja. Ja, Antrag im Laufschritt für den Lehrer. Gib gleich mal ein Fleißkärtchen. Ja. Danke, Manuel. So, wir fangen an. Niki am Barren. Willst du am Barren anfangen? Ja. Der Antrag springt. Sie hüpft hier rüber. Für Sie zu Hause auch durchaus mit der Couch nachzumachen. Ja? Statt Barren können Sie einfach die beiden Cousinen aus dem Osten hinlegen. Ja? Und Helmut hier. Und wenn ich pfeife, wird gewechselt. Was macht Helmut? Ball über den Kopf und dann, Ball über den Kopf und rauf, dann? Rauf und runter, glaube ich. Okay. Ne? Wie lange machen wir das? 30 Sekunden eine Runde? Oh ja, Helmut meint, eine Minute wäre zu viel, aber ich finde es okay, oder? Ja. Okay. Achso, ich mache hier auf die Stoppuhr. Rechts, links. Hast du es? Okay. Geht schon los? Ja? Warte, 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 warte. Okay, warte, warte. Oder nochmal neu. Nochmal neu. Ja, okay. Ich hör mal, Abi. Achtung, fertig. Bin ich jetzt gar nicht so anstrengend. Mach's richtig, Helmut. Ja. Sehr gut, Niki. Schneller, bitte. Mit... 30 Sekunden. Aber ja schon die Hälfte. Geht, Helmut? Was? Macht sich also jetzt sehr bezahlt, dass du mit dem Rauchen aufgehört hast. Noch 10 Sekunden. Und. Achtung!
Zählen wir uns erstmal die Übung vormachen, wie die geht. Ja. Ich mach mal vor, wie sie auf. Ginge. Wie geht diese Uhr auf Null? Links. Reset. Oh. Kaputt? Nee, ah, ich hab's. Jetzt hier, Start, Stopp, Reset. Danke, Manuel. Kannst du nachher Fleißkärtle holen? Wenn du willst, ich habe da hinten einen Sprudel. Leute, ich bin euer Kumpel. So. Achtung, fertig. Ach, du willst erstmal die Übung vormachen? Na, Helmut soll die Übung mal vormachen. Ach so, wie geht die Übung? Ich glaube so. Boah, ist ja Wahnsinn. Das zählt aber jetzt schon, ne? Das zählt schon. 3, 2, 1. Sehr gut, Niki. Sehr, sehr gut. Richtig hoch den Ball. Und schön im Kreuz entlassen. Ich komme jetzt her. Die haben mal auf die. Kann die nachher mit heim nehmen, sind der gleiche Weg. So, noch 15 Sekunden. Bah! Du faule Sau! Ich kann nicht mehr. Ja, dann machst du nur 10 extra. 5, 4, 3, 2, 1. Hab ich gesagt? Wie geht nochmal diese Uhr auf Null? Danke. Bitte. So, jetzt kennt ja jeder die Übung mittlerweile. Ja, ist jetzt auch die ist letzte. Ist es anstrengend eigentlich? Ja, also Barren ist sehr anstrengend. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich es nicht machen muss. Es sieht ziemlich anstrengend aus. Du kannst auch dich mit den Händen aufstützen, wenn du willst, beim drüber. Danke. Am Barren ist jetzt gar keiner? Nee. Ist das normal? Helmut kann ja noch an den Barren gehen. Ah, das ist viel zu schwer. Na, einmal kurz, Helmut, schon. Okay. 3, 2, 1. Und jetzt langsam mit den Händen nach vorne, Helmut. Ehrlich? Die andere auch? Eine nach der anderen. Schön umgreifen. Das ist unglaublich. Das ist anstrengend. Ich mach das auch mal. Boah. Ganz schön anstrengend. Super anstrengend. Ha? Das ist wahnsinnig anstrengend. So, kleine Pause. Okay. Was passiert in der Pause im Tonunterricht? Quatschen. Ja, rumstehen. Ja. Was? Muckis fühlen. Das Wichtigste in der Pause im Tonunterricht ist schon mal in die Garage gehen. Ja? Und irgendeinen Grund suchen, dass man nicht mehr rauskommen muss zum Sportunterricht. Um die Geräte denen zu überlassen, die da dran turnen wollen. Die nicht wissen, wie gefährlich das ist. Dass es im Grunde potenzieller Selbstmord ist. Sport ist dermaßen gefährlich. Und nie nach dem Sport duschen. Bitte? Nie nach dem Sport duschen. Nie nach dem Sport duschen? Da ist keine Zeit in der Schule für. Ach so, bei uns gab es keine Duschen. Es gab schon Duschen, aber wir waren total zugewachsen und versifft und weiß ich was alles. Für Sie zu Hause ist es besser, es ist zu gefährlich. Machen Sie keinen Sport. Machen Sie eine Flasche Wein auf, Zigarettchen, paar fette Nüsse. Im Grunde leben Sie wahrscheinlich auch nicht viel kürzer, aber es macht mehr Spaß. Ja? Das hier ist...